Hallo und guten Morgen. Ja, heute wollte ich eigentlich mal so eine kleine Runde von Ennepetal über Oberbauer, Delle, Breckerfeld und dann zur Ennepesperre durchs Ennepetal runter nach Altenförde und von Altenförde wieder an meinem Startpunkt zurück nach Ennepetal-Förde. Das sind rund 35 Kilometer und da die ab 14 Uhr Regen angesagt haben, ja, muss ich mich ein bisschen sputen. Wenn euch die Tour gefällt, kommt einfach mal mit. Da sieht man die Haspertalsperre. Ich bin jetzt hier kurz vor Oberbauer. Ich bin jetzt hier an der höchsten Stelle von Ennepe-Ruhr-Kreis auf 442 Meter Höhe am Haus Wengeberg oder einfach nur Wengeberg. Kann man lecker essen gehen. Ich bin jetzt hier am Branden. Ist nicht ganz so viel Wind, aber eine schöne Aussicht hier. Da sieht man den Wengeberg. Das ist die Jugendherberge am der Glörtalsperre. Ja, ich bin an der Glör angekommen, zwar am hinteren Ende, aber zur Mauer fahre ich auch noch.
Mauer von der Glörtalsperre. Aber hier ist es wieder ein bisschen windig. Da kann man aus Glörtal sehen. Es lädt richtig zum Verweilen ein. Meter, dann läuft die Glör über. Sogar eine Videoüberwachung hier. Schön. Ich bin jetzt hier am Oberloh und wo die Wohnwagenstellplätze sind, kann man hier durch die Hecke sehen. Ist schön ruhig hier. So, hinterm Loh gibt es eine Stelle, da kann man direkt auf die Glörtalsperre gucken. Der ist hier. Sind wir wieder am Branten. Und jetzt geht's Richtung Ennepetalsperre. Wie versprochen bin ich jetzt an der Ennepetalsperre. Oh, ist nicht ganz so windig, aber schön hier. Gerechnet, dass hier mehr los ist. Na, schauen wir mal.